Mann, ey, ich brauch's echt die Herze, weißt du. So, ich hab dich da. Was kenn ich mich noch hier? Ich bin der Pfeife, so, weißt du. Mann, Leute, ich hab eine Party, so, in Jölingen, so, weißt du. Da sind zwei Buden eingeweiht, so, mir war so wurscht, so. Ich bin irgendwo mit dem Kumpel so auf dem Moped so hin und drauf. Ich hab Zickstick halten müssen, weil wenn es nicht mehr so gecheckt so die Lage. So, wir sind über der Schwarzwald hin herum irgendwie kommen, so über Fatzebach sagen, so als Fatzheim, so über Wildbad hin herum, so über das Moigtal von Bad aus. Und in Jölingen, so, das ist im Kraichgau hin und raus, glaube ich, da so Brette. Na, aber Fratzerbach kommt man ganz gut hin. Wir sind ja über Schwarzwald-Hochstraße hin und rum über Freudenstadt ein kleiner Umweg macht, so, weil da hat es ein guter Tabakladen, so war da eine enorme Auswahl. Ah, ist egal, wir sind dann hin und rum. Mein Gott, da hat es ja noch Schnee gehabt, so irgendwie haben wir gedacht, sag mal, das gibt es ja nicht im Mai, wir müssen auf Jülinge zu kommen, das kannst du echt nicht bringen, so, da musst du nicht so hoch fahren, so, dass du dann an der Schnee kommst, so. Mehr auf Herwies, so, kennst du Herwies, so viel kulturell, so einige Stadt, so, weißt du, da wird so, naja, da hat eine tierische Plattensammlung da drin hängen. Und halt so von der Acts her, so, das sind mal so Tangerine Dreams so in der Richtung. Oder auch mal so Wishbone Ash, so weißt du, so alte Sachen treten da alles noch auf, so Uriah Heep und so halt. Die bringen da so, die, ich weiß nicht, wie der die anderen kriegt, so, ich kann das nicht sagen. Das ist, oder haben wir so Deutsch zu dritt, so Bluesband. Das ist das Geld wert, da musst du auffahren. Ich bin dann mit im Winter so mal am Moped drauf. Nehmen wir früher als Horn geraucht, so weißt du, so Shit geraucht, so aus dem Ochsenhorn raus. Doch, du lachst. Aus dem Ochsenhorn raus hin. Da sind wir im R4, so war ich so mit 18 Leuten im R4 aufgefahren. Du lachst. Das ist ein Faktum, da fragst du mal der Peter Meyer in Steinbach, der kann dir die Story brandaktuell voll heiß voll ins Kleinhirn eindrücken, sag ich dir. Du nähst mal Five beiseite. Ja. Auf jeden Fall, ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Ich hab dich auf der Party gesehen, du warst in dein Haar, kastanienbraun, so mich beamt voll weg, lass ihn zusammen gemacht. Und dann hast du am Zahn so. Ich hab's bei meinem Zahnarzt gesehen, so, der hat es im Angebot, wo man sich ja so einen Kristallstein da so hinbeben kann, lassen kann, da. Ich weiß nicht, das ist ein Diamant oder ein Edelstein auf jeden Fall. Das hat mich wohl weggebeamt, so muss ich ja sagen. Und so wie sonst auch, so wie du so gesprochen hast, mich hat es wohl weggebeamt. Ich kann das sagen, ich bin der Pfeifel. Ich wohne in Lichtental, Badebade, 76534 in der Zizilienstraße 3. Direkt unten am Kaffee. Können wir mal einen Kaffee trinken drunter, obwohl es so teuer ist, da hole ich eine Tat ohne. Und da rauche mir zwei Pfeifen so, ich habe echt so ein Kuschelbett so, Matratze zwei nebeneinander gelegt so, das sind als die Kumpels am Wochenende ab Freitag. Dann haben wir vorne der Fernseher, da gucken wir uns die Blues Brothers an, der andere Kollege macht als in der Badewanne zwei Batik-Zeug. Das ist 3 cm dicke Wachsschicht, also wenn du mal baden willst, bei mir ist das nicht so optimal. Weißt du, das kannst du nämlich so nicht absehen, weißt du. Manchmal hat er es weg und auch meistens, auch wenn er badig macht, und anschließend ist es gleich wieder voll mit Geschirr, so, weißt du, so 2,50 Meter hohe Teller. Das ist jetzt kein Witz. Man hat das Geschirr drin und
das erzähle ich dir, so ist das in unserer WG. Und da kann es halt schon mal passieren, dass nachts einer vom Drei heimkommt und erstmal ganz laut der Udo Lindenberg reinwischt. In die HiFi-Anlage, der Udo Lindenberg, weißt du, ich finde ihn nicht so toll da. Ich bin schon aufgewacht und gesagt, Mensch, das kannst du echt nicht so bringen, Matthias. Wir zwei rauchen erstmal eine Pfeife, so weißt du. Und dann dürfst du da erstmal einer runterholen, vielleicht was so irgendwie auf andere Art und Weise, habe ich dem versucht, das da nahe zu bringen. Aber der kapiert das nicht, hat es nicht geschnallt, ja. Geht rüber in die Badewanne, macht zwei Badig und so. Ich dachte, du hol dir mal irgendwo, mach mal was, rauche mal eine Pfeife mit mir, weißt du? Was will er nicht, ja? Pfeife rauchen, da kommt er heim und sagt, oh, er hat so eine alte Freundin getroffen, super Abendkette und so. Und das interessiert mich alles gar nicht, weißt du? Ich will nur meine Pfeife rauchen, da mal Ruhe haben. Naja, auf jeden Fall, ich habe dich auf der Party gesehen, da in. Ach, wo war's denn? Wo man der Schwarzwald nachsehen irgendwo? Wo wir uns da, glaube ich, verfahren hin, erst einmal. Und mich beamt's voll weg, wenn ich dich sehe, wirklich. Also, ich mich echt nicht. Also, schickst mir mal ein Bild so, weißt du? Das ist der Wahnsinn. Der helle Wahnsinn, ne? Verstehst du? Ich glaube, ich muss ich erstmal so eine Pfeife rauchen und dann voll ins Nest legen, so erstmal, gell? Also tschüss, meine Adresse hast du, ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss.